Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Söhne von Ragnarok oder Ragnarok oder die Racke der Toten. Wir sind einfach hier in einem neuen Gebiet. Wie ihr in der letzten Runde mal kennengelernt oder gesehen habt, sind wir hier jetzt ganz im Norden von den Reichtümern. Ne? Wir haben ja ganz viele Dinge zu tun. Und auch hier ist ein Symbol, das ich hier eigentlich noch gar nicht gesehen habe, beziehungsweise das erste Mal, dass ich es hier gesehen habe, ist vor, sagen wir mal, 15, 20 Minuten. Mehr aber auch nicht. So, wir sind hier, wir müssen hier da hinten irgendwo, ja, hier nach unten gehen. Ja, Stufe 20, 250. Wir sind am Arsch. Aber nichtsdestotrotz, wir sind wirklich am Arsch. Wir gehen es mal weiter, denn wir müssen ja irgendwie ja dahin kommen. Und bevor wir da jetzt irgendwas machen, denn wir haben ja gemäß unseren Fertigkeiten sind wir hier schon Stufe 45. Da unten sieht man es da. Also ich kann mit dem Cursor nicht da unten ankommen, weil der Cursor mitzieht. Aber wir sind eigentlich noch ganz, ganz, ganz weit entfernt von den 250, ne? Und bevor wir nicht irgendwie bei 180 oder 200 sind, würde ich gar nicht mal dahin gehen, den Stufen 250. Und wenn die Leute hier solche Bubbles haben, haben die dann immer Quests oder wie? Oh, hallo. Nee, die haben nicht... Jo. Man kann also im Besitz Pommers, Percival... Ja, also ich denke mal nur die Vogelhaus. Cool. Gut, unser Rabe, Sühnen tut es auch, ne? Das ist alles nur Geld, optisch, ne? Reitausbildung, sag mal hier. Verbessere die Gesundheit deiner Reittiere. Die Ausdauer deiner Reittiere wird verbessert. Alle Reiter lernen das Schwimmen. Ja, wäre halt schon cool, ne? Als wärst du zum Reiten geboren. Ich denke mal, das ist das Beste hier, ne? Bis zum nächsten Mal. Dass sie schwimmen können. So, es ist auch komisch, dass man jetzt auch die Reittiere upgraden kann. Das habe ich bis jetzt eigentlich noch nie gehabt. Also, darum habe ich noch gewundert, warum die Reittiere mich plötzlich abwerfen, weil... Normalerweise schwimmen die ja. Also in allen anderen Assassin's Creed-Teilen schwimmen die ja. Und jetzt plötzlich werfen sich die ab. Das wusste ich nicht und daher kam es mir komisch vor. Nun weiß ich, wir müssen da auch Upgrades machen. So. Ach, wir müssen nach unten. Alles klar hier. Danke sehr. Runter. Und mit Uba! Wir fluten die Felder und Bogret wird weinen, wenn er sieht, was die Zukunft für sein Reich bereithält. Ach, wir wollen nur kurz mal hier quatschen. Geht das? Eivor, ist deine Axt geschärft? Ich bin bereit für das Kampfgebrüll. Und die klirrenden Speere und Schilde, ja. Ich bin froh, dass du mit uns kommst. Es ist eine Ehre, an der Seite von Legenden zu kämpfen. Ich hörte Geschichten über eure Eroberungen. Heute erlebe ich sie. Diese Geschichte weben wir gemeinsam. Faden für Faden. Komm, Junge. Auf dem Amboss des Krieges schmieden wir aus deiner Sanftheit einen Man muss nicht Mann. Unbedingt kämpfen um einen... Los! Los! Ruhig, Eva. Noch gibt es keinen Kampf. Ja, in diesem Jungen ist wirklich kein Kampfesmut zu finden. Ein Junge, der zufällig Cheolwulfs Sohn ist. Warum ist er nicht in seiner Unterkunft? Unser zukünftiger König braucht einen kampferprobten Erben. Zeit, dass er sich beweist, findest du nicht? Ja, Noch nicht gekrönt, aber schon seinen Nachfolger heranzüchten. Das ist ziemlich kühn. Richtig. Kühne Könige brauchen kühne Söhne. Ivar! Er kommt mit. Und sollte unserem Sprössling etwas zustoßen, werde ich die Konsequenzen tragen, die mir unser zukünftiger König auferlegt. Er wird dich dafür enthaupten wollen. Ja, hast du gehört, Junge? Wenn du stirbst, muss ich deinen Vater umbringen. Das ist auch eine Variante.
steig auf, Eivor. Es ist ein langer Ritt bis nach Tamerbjord. Du reitest wie ein Friese. Du wirst meinen Bruder aushalten müssen. Er findet immer neue Arten der Unterhaltung. Das werde ich mir merken. Und halt die Augen offen. Riechst du das, Cheolbert? Cheolbert spricht man das aus. Sicher wegen unserer innigen Freundschaft. Auch gut, dass man nur einfach von einem Questziel hinterher reiten kann. Klingt eigentlich gut. Cheolwulf will so seine Loyalität unter Beweis stellen. Und wo wären ein Verräter und sein Sohn sicherer als mitten in einem Haufen Dänen? Sicher vor wem? Du und Ivar habt diesen Schier ins Verderben gestürzt. Die Fürth und die Leute sind auf unserer Seite. Aber Burgred hat immer noch Soldaten in ganz Mercia. Sie sind ihm treu und werden ihn bis zum Tod verteidigen. Ja, klingt also gut. Und wir müssen jetzt aber nur... Du redest irgendwie anders als die anderen Brüder. ...zu dem anderen Kollegen reisen. Nur die Frage ist halt, wir reiten gegen Süden. Gut, macht auch Sinn, ne? Wenn wir gegen Norden reisen, haben wir ein Problem. Nämlich, dass die empfohlene Stärke 250 ist und wir generell schnell tot sind. Da hinten ist es 190 und hier 160, ja, und es zieht sich bis hier nach unten. Oh. Ummantelt eigentlich das ganze linken hier. Ummantelt eigentlich das komplette Gebiet. Also ja, recht große Teile hier von dem ganzen Stärke 20 Gebiet. Und auch hier haben wir noch nicht alles erkundet. Und hier gibt es recht viel zu sehen, ne? Nein, das will ich total verhindern hier. So, ich wollte eigentlich nur zurück. Nicht alle Dänen sind Dänen. Woher kommst du denn, wenn ich fragen darf? Aus Fornberg, in Nordwege. Nördlich der Dänenlande. Ich wusste nicht, dass es weiter im Norden noch mehr gibt. Wie sind die Leute dort? Schon mal gesehen, wie eine Schafsherde sich gegenseitig folgend über eine Klippe rennt? So sind die Leute. Jedenfalls die, die noch übrig sind. Ein besserer Vergleich fällt mir auch nicht ein. Na gut, einer macht's nach, der andere kommt hinterher. Ihr seid also alle aus Nordwege geflohen, ja? In etwa. Nordwege ist nun die Provinz eines jungen Königs. Harald heißt er. Und er ist weiser, als sein Alter es vermuten lässt. Bist du nicht wütend, dass er dich und so viele andere vertrieben hat? Das war ich. Eine Weile. Doch die Wochen auf See haben die Furchen meiner Stirn geglättet. Ich glaube, irgendwie bewundere ich König Harald sogar. Mit Worten und Waffen hat er das Land befriedet, das ich meine Heimat nenne. Zum ersten Mal, soweit Erinnerungen und die Lieder der Skalden zurückreichen, hat Nordwege einen König. Nur einen. Das ist eine große Leistung. Das ist beeindruckend, Fulvar. Englerland ist halb so groß wie Nordwege und doch haben wir 4 Könige in 4 Königreichen. Siehst du? Wie könnte ich nicht beeindruckt sein? Nein, Harald ist ein guter Mann mit großen Plänen. Das erkenne ich jetzt. Ich bin nur 6 Jahre jünger und habe noch keine Schlacht erlebt. Ich kann mir kaum vorstellen, wie geschickt und gewitzt er sein muss. Deine erste Schlacht steht bevor, junger Cheolbert. Und von nun an wird alles ganz schnell gehen. Ich bin nicht sicher, ob ich so schnell voranschreiten will. Wie lange geht das hier noch? Wir sind ja relativ schon extrem lang hier, ne? Auf Fahrt. Nicht auf König Harald. Mein Vater hat mein Geburtsrecht an Harald verschenkt. Ohne meine Zustimmung oder mein Wissen. So leicht, wie man ein Fass Met verschenken würde. Das war nicht nur eine Täuschung. Es war ein Vertrauensbruch. Und dieser Stachel sitzt immer noch tief. Sei es Fluch oder Segen. Die Familie kommt immer zuerst. Ein guter Spruch, Bursche. Wärst du kein Äteling, würde ich dich als meinen Skalden anheuern. Skalde? Das klingt ein wenig wie Skop. So nennen wir unsere Dichter. Meinst du so etwas? Wieder richtig. Erstaunlich. Die Ähnlichkeit eurer und unserer Worte ist verblüffend. Als wären wir entfernte Vettern, nur getrennt von einem Meer aus Raum und Zeit. Der Gedanke gefällt mir. Oh ja. Wie weit geht's hier noch? Das geht hier echt noch weit, ne?
Okay, da hinten haben wir 308, okay, 400 Meter knapp. Kriegen wir alles hin. Ist alles im Lot. Und da das nächste Teil hier ist 800 Meter entfernt. Wir gehen zuerst in 200 Meter entfernten Ort, den wir eh wahrscheinlich umbringen, töten, plündern, egal was, wir machen's. Müssen wir wohl, um die Quest voranzutreiben, ne? Dum, da, dum, da, dum, dum, dum. Hier wurde alles abgebrannt, ne? Hier wurde alles verbrannt. Was ist hier nur los? Und bestimmt in den Mauern ist wieder alles okay, ne? Kann mir auf jeden Fall glauben hier. So. Seht sie euch an, diese heidnischen Ratten. Unbändige Bestien, die sich über heiliges Land ergießen. Sieh dich vor, Herr. Diese Ratten sind in der Überzahl. Das weiß ich, du Narr. Und was sollen wir jetzt tun? Ich rate, Ihre Forderung in Betracht zu ziehen, Herr. Einen Kampf überleben wir nicht. Bist du das, Leofred? Du erholst dich schnell. Ich frage mich, ob unter all der Rüstung ein Mann oder ein Gott steckt. Beides. Ein Mann Gottes steht vor dir, Ivar. Stolz und bestimmt. Das ist Bogrets Kriegstarn. Hat ein Dutzend unserer Männer am Trent überfallen und getötet. Erst Ivars Axt hat ihn aufhalten können. Eine leicht untertriebene Beschreibung meines 30-Ellenwurfs. Genug geplaudert, Heiden! Sagt, was ihr wollt! Wir wollen deine Krone, Herr! Mit deinem Kopf oder ohne? Ich weiß deinen Ehrgeiz zu schätzen, Heide! Doch auf Mercias heiligem Thron hat noch nie ein Däne gesessen. Und das wird sich auch nicht ändern. Wie wäre es mit jemandem aus Nordwege? Wir sind nicht so sanft, aber dafür bessere Dichter. Nordwege, Dänen. Für mich seid ihr alle Hunde. Allesamt gottlose Hunde. Mein König, dürfte ich dazu raten, etwas mehr Maß zu halten? Mir reicht das ganze Palaver. Ihr seid in unsere Lande eingefallen, habt unsere Bauten geschändet. Wir gaben euch Silber, haben eure Leute genährt. Und trotz alledem greift ihr dieses Königreich, mein Königreich, weiter an. Damit ist jetzt Schluss. Wir verteidigen, was uns gehört, bis aufs Letzte. Wenn du meine Krone willst, Ober Ragnarsson, musst du sie meiner Leiche aus den Händen reißen. Die Mauern bemannen! Zurück zum Lager! Trommelt alle zusammen! Tamevjord wird heute Abend uns gehören! Mit dem Hauptmann? Wo ist er da hinten? Sagt dem Hauptmann, dass wir bereit sind zum Angriff. Hey, Ivar und ich versammeln die Männer. Maul. Kannst du mit einem Rambock umgehen? Ich weiß, wofür sie gut sind. So. Ich will, dass du unseren anführst. Du bist stark und beweglich. Ich werde da sein. Ich ebenso. Dann rennen wir mal die 100 Meter noch hin. Ist ja kein Ding. So, wohin? Ach, was läuft falsch bei dir? Nichts. Ich laufe aber nur zu Fuß. Anstatt mit dem Pferd. Sind nur 100 Meter. Kriegen wir alles hin. So. Das Kriegslager von Ragnarsson. Warte mal kurz. Bevor wir hier... Willst du dich an Erlek versuchen? Wer bist du? Ich gehöre zu den Ragnarssons. Es wird Zeit, den Rambock einzusetzen. Burgrit wollte einen Kampf. Jetzt kriegt er einen. Bist du bereit für den Angriff? Ja. Es kann losgehen. Zeit, ein Königreich zu erobern. Was wollen wir eigentlich mit ihm anstellen? Gilbert. Stimmt etwas nicht? Ich kenne diese Männer, Eivor. Ich habe eine Tafel mit ihnen geteilt. Vor zwei Wochen noch hat Leofried mich im Schwertkampf unterrichtet. Wir sind Freunde. Freundschaften enden. Nicht selten an der Spitze einer Klinge. So kalt kann ich nicht sein. Schon gar nicht mit Leofried. Er folgt nur Befehlen. Wenn der Angriff losgeht, suchst du dir ein leeres Zelt und bleibst da. Halte mich nicht für einen Feigling. Ich fürchte den Krieg nicht. Ich will nur meine Freunde nicht töten. Es geht nicht anders. Kämpfen oder verstecken. Deine Entscheidung.
Ja, das ist halt so. Das ist teilweise zwischen zwei Seiten muss man sich entscheiden, ne? Die Abenddämmerung tritt ein und wir sind da. Feste von Tamworth. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.